Also als ich das neue Produkt bekommen habe, fiel mir sofort auf, dass es viel besser anzusehen ist schon mal, von der Farbe her. Es passt besser zu mir, in die Zeit. Und es ist nicht etwas, was ich verstecken muss. Das andere war immer so ein bisschen, ach naja, so eine Farbe, das, da guckt man nicht so hin, da guckt man drüber weg und da legt man was drüber und das versteckt man so. Das finde ich jetzt nicht mehr. Es gehört zu mir und es passt einfach in die, ja, in mein Leben einfach besser rein. Vom Material her ist es auch ganz toll, ihn anzufassen, weil es ein schönes Material ist. Der Beutel ist wasserabweisend. Ich stand in der Dusche und bei den anderen Versorgungen, bei diesem anderen Beutelmaterial, das saugt sich so voll, dann wird man so ganz leicht Richtung Erde gezogen. Das perlt hier ab. Wenn ich reiten gehe, ich schwitze danach sehr. Es ist also echt anstrengend für mich. Und oft ist es so, dass sich da diese Stauwärme gebildet hat. Das hatte ich jetzt nicht. Also es hat nicht geklebt. Der Beutel ist überhaupt nicht nass. Und das ist natürlich super angenehm. Was ich noch gut fand, war natürlich die zusätzliche Möglichkeit, den Beutel etwas höher zu verschließen, sodass man da ein bisschen eine Diskretion auch haben kann. Was total genial ist beim Trampolinspringen, war dieses zweimal Klappen. Ich fand das super. Also brauchte ich mir keinen Kopf machen, dass es unter dem T-Shirt immer halt diese blöde Bewegung gibt. Irgendwo ist man ja doch eitel. Also das fand ich toll. Hab ich mich richtig drüber gefreut. Bin da immer noch total begeistert. Ich kann jetzt auch mal wieder T-Shirts anziehen, die ein bisschen kürzer sind und nicht immer diese sackförmigen. Das Sichtfenster fand ich zu Anfang, ich denke, wozu brauche ich das? Ich will das gar nicht sehen. Ich habe mich jetzt erwischt nach mit den neuen Produkten, dass ich immer mal wieder so geguckt habe, wie es denn da wieder aussieht. Weil man das ja sonst nicht kann, nur wenn der Beutel halt ab ist. Aber neugierig wie ich bin, gucke ich doch ab und zu mal nach. Und jetzt denke ich, ist doch eine gute Idee. Ich bin immer noch begeistert von. Weder beim Anziehen, noch beim Laufen, noch beim Fahrradfahren, noch in einer leisen Stunde. Man hört nichts, wenn man dann hochkommt, dass das da knistert. Wo man meinen könnte, na, der hat doch da irgendwas kleben. Und ist bestimmt auch unauffälliger unter der Kleidung, gerade jetzt dann im Sommer. Ich weiß nicht, wie es im Sommer ist. Ich hoffe, es bleibt, wie es ist, dass es trocken bleibt. Ich denke mal, ich drücke die Daumen mir und dem Produkt. Aber wir haben uns verliebt, also wir bleiben zusammen, glaube ich schon.